Moin Leute, wir sind's, eure Freudentropfen. Ja, wir sind mal wieder da. Info-Video. Ja, wird dann nach einer längeren Zeit mal nach wieder einer längeren Zeit. Wird dann wieder nötig und so. Weil wir haben viel zu erzählen haben. Ja, so halbwegs. Also, ja, ja doch, doch, relativ viel zu erzählen haben. 75% viel. Ja, wo fangen wir denn da mal an? Wir schauen mal auf unseren Liebeszettelchen. Also als erstes, was euch wahrscheinlich schon längst aufgefallen ist, SpongeBob ist ja jetzt fertig. Und nach SpongeBob, sowas von fertig, ist er jetzt 100% und so. Und nach diesem Spiel, wir haben uns natürlich schon was Neues ausgedacht, was denn da als neues Projekt kommt. Darauf kommen wir aber gleich zurück. Jetzt möchten wir erstmal eine kleine Erklärung liefern, warum wir denn jetzt das ganze Wochenende nicht da waren. Wir machen es einfach mal kurz. Erstens, wir waren einerseits bei einer Freundin, die wir seit ein paar Monaten nicht gesehen haben. Und deswegen wollten wir einfach mal die Gelegenheit nutzen und dann da mal wieder zu ihr fahren. Daher, sorry, dass wir auch nichts gesagt haben, aber das war ziemlich, kurzfristig können wir es nicht sagen. Ich war ja jetzt schon seit zwei Wochen abgeklärt. Ja, aber egal. Jedenfalls, jetzt wisst ihr es ja und, jetzt wisst ihr es. Ja, andererseits haben wir denn jetzt auch noch die Zeit zum Aufnehmen genutzt. Einerseits für neue Folgen Paper Mario, weil die wieder wie die warmen Semmeln irgendwie weggegangen sind. Also irgendwie müssen wir mal länger aufnehmen, aber das ist dann immer so eine Sache. Oh Lana, du hast den kleinen Radiergummi-Delfin auseinandergenommen. Ich hab ihn getötet. Scheiße. Kacke, was zum Geier. Was ist das für ein Scheißding? Das ist doch kein Radiergummi, das ist doch irgendwie... Das ist ein Radiergummi, bloß du machst es kaputt. Ja, egal. Das ist kaputt, ich krieg's nicht. Mhm. Egal. Egal, jetzt... Du hast mich total auf dem Konzept gebracht. Ja, Entschuldigung. So, nein, jedenfalls, wir haben jetzt das Wochenende einerseits dafür genutzt, um Paper Mario aufzunehmen und dann noch das neue Projekt, was dann jetzt ansteht. Ja, wir haben jetzt diesmal kein Voting gemacht. Wir dachten jetzt einmal Pi mal Daumen. Wir hauen jetzt mal irgendwas raus. Und es ist kein TÜV-TÜV. Ich war völlig dagegen, aber nein. Nein, okay. nein, aber sagen wir mal so, wir probieren es mal, ob es halbwegs funktioniert. Weil, welche sehen Punkt? Ja. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Ja, was auch immer. Und, ja. Und ihr könnt gerne fragen, was es ist. Wir werden es erstmal nicht sagen, weil... jetzt morgen sind wir. Genau. ja. Nana, möchtest du noch mal was zum Arrangement beitragen? Auf welchen Punkt sind wir? Wir sind bei Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 4? Ja, da. Das ist nicht Punkt Nummer 4, das ist Punkt Nummer 3. 3,5. Du kannst mich am Arsch lecken, das kannst du nicht. Du 3,5. Ja, mal nachher, also Montag wieder hier. Ja. 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 Super. Schön. Nein, also so. Wir haben das jetzt so geregelt, dass Paper Mario, ist mir völlig wurscht, Super Windel. Dass es jetzt unser Hauptprojekt wird. Hauptprojekt? Hauptprojekt einfach nur. Es gibt kein Haupthaupt. Doch, das ist mein Hauptprojekt. So. Und unser neues Projekt ist das Nebenprojekt. Unser Nebenprojekt ist das neue Nebenprojekt. Ja, nee, unser neues Projekt ist unser nächstes Nebenprojekt. Nächstes Nebenprojekt. Das ist unser Nebenprojekt, weil wir keinen... Ach, egal. Wir können uns jetzt... Wir konnten uns ja nicht mal einigen, ob SpongeBob überhaupt ein Nebenprojekt ist. SpongeBob war so ein Mittelding. Das war so eine... So ein... Einerseits gut, aber andererseits auch nicht das meistgeguckte. Keine Ahnung. Ich meine, wir kriegen ja jetzt... Das war ein Hauben oder ein... Nebenprojekt. Hauben-Hohr-Nebenprojekt. Ja, und erstmal wieder auf den Punkt hier. So. Ja, so, also. Paper Mario, nicht Super Paper Mario, ich hab die Krankheit. Also Paper Mario ist Hauptprojekt und das neue Projekt ist das Nebenprojekt. Nein, Scheiße. Wir können jetzt weiter über Grammatik schreiben, aber ich glaube, uns geht das Video hier ewig. Ja. So, zum Schluss nochmal noch mal was nachgelegt. Nach einer Weile, wenn denn das
neue Projekt anläuft, werden wir nach einer Weile noch ein zweites Nebenprojekt hinzufügen, weil wir festgestellt haben, dass wenn wir nur ein Hauptprojekt und ein Nebenprojekt haben, dass das ziemlich, erstens ziemlich scheiße kommt und zweitens die Videos dann wieder super schnell weggehen. Also werden wir mal gucken, wir haben uns jetzt noch kein festes Datum überlegt, wann wir das zweite Nebenprojekt dazu packen. Aber wir werden das dann nach einer Weile so handeln, da kriegt ihr dann auch noch ein Infovideo gegen den Kopf geklatscht, dass dann dementsprechend das Hauptprojekt jeden Tag hochgeladen wird und die beiden Nebenprojekte sich dann abwechseln. Nana, wir sind hier jetzt nicht bei Vokaloid und so. So, Entschuldigung. Ich bin gerade vorhin in den Kopf gekommen. Ich habe Bock zu sehen, egal. Ja, jedenfalls so wird das sein. Ja, haben wir noch irgendwas zu sagen, meine Herren? Habt einen schönen Sonntag. Ja, ja.